So, hallo, wir machen weiter bei Trackmania. Und heute haben wir die Kanalfatalstrecken. Ich erinnere mich noch an Kanalfatal 4. Wenn das 4 war. Mit den vielen Röhren und allem. Das war furchtbar labyrinthisch und boah, nee. Nicht nochmal sowas. Und wenn ich aber bei Kanalfatal 5 die 16 Minuten mir angucke, habe ich ein bisschen Bedenken. Ein bisschen. Minimal. Oh je. Na gut, geben wir ihm eine Chance. Huch. Okay, diesmal hat sich die Kamera von selbst eingestellt. Ich kann sie auch nicht zurückstellen. Nein, ich kann nichts machen. Ich muss jetzt also so fahren. Okay. Da drüben kommt der Kanal. Das war quasi Intro und jetzt geht es los. Wir jagen wieder einen Schatten. Das ist durch die Ansicht echt schwer zu steuern gerade. Nein. Okay. Oh, Alter! Ich sehe da nicht, was kommt. Krieg ich bitte mein normales Auto wieder zurück? Also meine Ansicht? Nein, nein. Juhu! Immerhin kann der sich nicht so leicht drehen, das ist ganz gut. Das ist ein super Checkpoint, wenn man das Hindernis direkt dahinter setzt. Wow! Okay. Aha. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen von diesem ganzen Gitterzeug. Ich mag ja die Röhren. Diese Gitterröhren habe ich ja schon oft gesagt, aber aus der Ansicht tut das irgendwie ganz schön im Kopf weh. Muss ich ja mal so sagen. Johohoho, ich glaube, jetzt sind wir einen Stockwerk tiefer gekommen. Ach, Alter. Hallo? Irgendwo bin ich wohl hängen geblieben. Ich stehe auf dem Kopf, okay. Sag das doch. Danke. Und hier geht es wieder einen Stockwerk tiefer. Yay! Das bekommt man jetzt. Man bekommt jetzt im Prinzip gerade das, was mir bei den Röhren gefällt. Bekommt man jetzt im Prinzip gar nicht mit. Weil man so eine komische Ansicht hat und immer alles gleich aussieht. Ah. Also ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich wage zu behaupten, das wäre anders schöner gewesen. Ohne die Perspektive, wie sie jetzt hier ist, die Ego-Perspektive.
Aber ist nur... ist nur mein Eindruck. Oi. Danke. Oi, oi, oi. So, und jetzt kommt die große, große Kanalverteilung. Oh, bitte jetzt aber nicht wieder mit Ego-Perspektive. Aber es sind natürlich diese Kanäle. Aber oh, das wird nicht lustig. Mit 16 Minuten. Das wird nicht lustig. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wobei, 16 Minuten ist ja die Goldzeit. Ah. Na gut, wir schauen uns das erstmal an. Vielleicht ist es ja nur halb so wild. Ich bin gespannt, wie ein Flieh zu bauen kann. Leggy. Na, das geht ja gut los. Oh wei, ich glaube, hier sind zu viele Tunnel. Selects. Please no, Lagarino. So. Ich schätze mal, so 1% haben wir schon von der Strecke. Das Auto... Wow, wo fahre ich denn hin? Das Auto hat übrigens auch eine coole Musik, wollte ich gerade sagen. Und da bin ich irgendwie gegen die Leitplanke gefahren, warum auch immer. Nach dem Part höre ich jetzt auch auf. Es reicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es reicht jetzt. Also ich habe jetzt... Die Aufnahme ist jetzt dieselbe, wo ich angefangen habe, Trackmania aufzunehmen. Das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Nur um, dass man sich orientieren kann, falls das jemanden interessiert. Deswegen, reicht auch nach der Aufnahme. Aber ich musste ein paar mehr Folgen aufnehmen, weil ich komme sonst nicht mehr dazu, glaube ich. Und so habe ich ein bisschen was im Voraus wieder. Was ganz gut ist, dann kann ich ein bisschen, muss ich mich nicht so hetzen. Mit der Second Miles-Sing muss ich mich zum Beispiel zurzeit immer relativ hetzen, weil ich dann irgendwie nur 3 Folgen oder 4 aufnehmen kann, dann habe ich schon wieder genug. Dann reicht's mir immer. Dann muss ich halt die nächsten Tage gleich wieder aufnehmen. Yo, ho, ho, ho. Okay. So. Bisher ist es ja nicht schlimm. Bisher ist es ja einfach nur rumfahren. Das ist ja in Ordnung. Nice. Schön. Das war schön. The water saved me. Safety water. Oh fuck. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen unkonzentriert. Und guck nicht so richtig hin. Ich bin doch schon wieder halb am Einpennen. Das liegt aber echt nicht an der Strecke. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich wieder... Ich soll eine heilige Pause machen. So, und falls man es nicht verstanden hat, hier nochmal die Übersetzung. Ich sollte halt echt eine Pause machen. Das war gänisch.
Haben sie früher bei der Sendung mit der Maus immer gemacht. Weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Wahrscheinlich schon. Haben am Anfang immer gesagt, was die Themen sind, und dann haben sie das in irgendeiner anderen Sprache gesagt und dann danach gesagt, was das für eine Sprache war. Fand ich immer sehr interessant. Ja, leck mich doch, warum fahr ich nicht wieder dahin? Ich hab wie beim Sekundenschlaf im Auto. Übrigens, eine ganz gefährliche Geschichte, Sekundenschlaf. Wenn ihr im Auto, so wie jetzt, wo ich merke, ich bin müde, wenn ich jetzt Auto fahren würde, ich müsste wirklich sofort anhalten. Das ist viel zu gefährlich jetzt in der Situation, in dem Zustand, in dem ich mich gerade befinde, Auto zu fahren. Denn ihr merkt es ja hier auch. Ich fahre plötzlich einfach an den Rand, ohne dass ich es will. Weil ich nicht so konzentriert genug bin. Und weil mir kurz zwischendurch mal das Auge ein bisschen zufällt. Und es ist halt dieser Sekundenschlaf. Und schon, flupp, hängst du im Baum oder so. Deswegen unbedingt, wenn ihr Auto fahrt und ihr merkt, ihr seid müde, macht nicht den Fehler und sagt euch, ja, nee, komm, 2 Minuten noch, dann ist dann Parkplatz, da halte ich dann besser an. Die 2 Minuten fahre ich noch, die 2 Minuten könnten 2 Minuten zu viel sein. Macht eine Pause, rührt euch ein bisschen aus, legt euch eine halbe Stunde hin oder so, trinkt was, falls ihr was dabei habt. Aber fahrt nicht im übermüdeten Zustand Auto, auf keinen Fall. So, das nur kurz an der Stelle. Merkt man halt gerade bei solchen Geschichten immer wieder. Deswegen habe ich das mal gerade erwähnt, weil es gepasst hat. Ich muss sagen, die Strecke ist recht schön, fährt sich eigentlich gut, macht Spaß. Klar, ich finde es immer ein bisschen lang, aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Also ich meine, für mich zu lang ist sie definitiv. Aber why not? Das ist jetzt ja kein Qualitätsmangel deswegen. Und dass es so leckt, tut mir leid, ist mein Laptop. Wird sich hoffentlich ändern, sobald ich einen neuen habe. So. Hier rum. Nein, oh Gott, Hilfe. Gut. Uiui, jetzt kriegen wir aber hier Tempo rein. Ich war gerade ein bisschen stiller, ich weiß gar nicht warum. Ist mir gerade selber aufgefallen. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe über Dinge nachgedacht. Musste einfach gerade sein. Weiß nicht. Wie gesagt, die Strecke ist halt echt auch ein bisschen lang. Da geht einem dann auch irgendwann das Gesprächsthema und die Motivation aus. Auch das ist so ein bisschen. Die Motivation geht schon ein bisschen flöten, wenn es so lang ist. Oh, Abwechslung! Geteilte Straße. Geteilte Straße ist halbe Straße. Was? Aua. Voll in den Baum. Da war er wieder, der Sekundenschlaf. Ne, hier sind jetzt eher die Lags. Ja, wenn ihr gerade laggt, dann auch nicht Auto fahren, ne? Ist auch ganz gefährlich. Wenn man gerade laggt, geht gar nicht. Da können ja die anderen Autofahrer vor allem nichts dafür. Ihr laggt ja. Joho, Turbo 100%. Achso, deswegen, damit man hier auf jeden Fall durchkommt. Das
Selbst wenn man so einen Scheiß macht wie ich. Ich muss auch gleich mal was essen, ey. Das ist... Ich muss jetzt echt eine Pause machen nach dem Part. Ja, wenn's nach der Goldmedaille geht, fahren wir noch 6 Minuten. Mindestens. Stückchen haben wir noch vor uns, würde ich sagen. Stückchen haben wir noch vor uns. Aber ich denke mal, es wird länger als die 6 Minuten. Entschuldigung. Sorry. Tut mir leid. Ich habe gesagt, ich denke, es wird länger als die 6 Minuten werden. Weil wir halt Fehler machen zwischendurch und immer wieder laden müssen. Und ich weiß halt nicht, wie gütlich diese 6 Minuten da, diese 16 Minuten da oben sind. Wow! Das war jetzt mehr wieder der Lag als die Konzentration, glaube ich. Irgendwie war da plötzlich eine Wand. Flop. Oh. Was könnte ich noch mehr erzählen? Mir fällt nichts mehr ein. Das tue ich so, als hätte ich schon ganz viel erzählt, aber stimmt das gar nicht. Ich habe 2 Themen gesagt. Was könnte ich noch erzählen? Ich habe alles gesagt. Mir fällt nichts mehr ein. Tja. Und was macht ihr heute noch so? Bin ich schon froh, dass es hier keinen Verkehr gibt, in den man noch reinfahren kann zusätzlich. Aber dann wäre das natürlich mit den ganzen Zeiten unfair, denn dann wäre keine Zeit mehr gleich zu vergleichen. So kann man natürlich doch hier nicht. Entschuldigung. So kann man natürlich noch jede Zeit vergleichen. Ich hoffe, ich stecke nicht zu viele Leute mit Gähnen an. Das ist ja immer sehr ansteckend. Oh, da waren wir auch noch nicht. Ach, da kommen wir jetzt ja auch direkt hin. Hat sich das ja schon geklärt. Jetzt waren wir da. Jetzt fahren wir wieder runter. Okay. Wir fahren jetzt echt wieder zurück. Ach so, nee, wir sind jetzt auf der anderen Seite runter. Ich verstehe, ich bin bisher so eine Schleife, bin ich bisher echt noch extrem selten gefahren. Das ist ein ganz interessantes Stück, aber das sieht man unheimlich selten. Ja, aber jetzt hat man die Schleife auch mal, das ist ja auch was Schönes. 4 Minuten noch. Ich frage mich, woher er die Motivation nimmt, so viel zu bauen. Das ist unglaublich. Es ist ja nicht nur die eine Strecke, es sind ja unglaublich viele, die teilweise echt richtig krass genial sind. Teilweise auch einfach nur lang, so wie die hier. Die ist jetzt nicht... Sie ist okay, aber sie ist halt echt lang. Und sie ist halt nicht spannend. Das ist halt wieder sowas, weiß ich nicht. Wow. Jetzt sieht man vor lauter Lags nichts mehr. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich drehe mich nicht. Denn ich kann es nicht steuern in dem Moment. Keine Chance. Ich versuche es, aber... Ich glaube nicht, dass das drin ist. Okay, jetzt kann ich wieder steuern. Ah, da oben ist der Checkpoint. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt bloß nicht mehr drehen. Warum fahre ich genau da dagegen? Ich weiß es nicht. Gut, wir fahren wieder runter. Okay, wir fahren weiter runter. Und wir fahren weiter. Oh.
Wir fallen sogar auch mal wieder runter, ja? Das geht ja auch. Wir fahren weiter runter. Ah, wir sind unten. Na dann. Oh. So langsam täte ein Ziel dem Pate echt ganz gut. Da war wieder so ein bisschen Sekundenschlaf. Ich hab's gemerkt. Scheiße. Sorry. Da war ich wieder unkonzentriert. Oh, also es war jetzt nicht Sekundenschlaf, dass ich die Augen zu hatte, aber es ist... Zumindest insoweit, dass ich nicht reagieren konnte. Ich konnte nicht reagieren. Ich habe gemerkt, ich drifte ab und ich konnte nicht reagieren. Das ist wirklich... ja. Das ist wirklich gefährlich. Stellt euch vor, das wäre jetzt ein richtiges Auto gewesen. Ich hätte halt nicht fahren dürfen, ne? Keine Frage. Aber in echt darf halt die Konzentration nicht mal ansatzweise weg sein. Nicht mal ein bisschen. Beim Autofahren musst du durchgehend konzentriert sein. Immer. Ohne Ausnahme. Nein! Hättest du da nicht irgendwo zwischendurch noch einen Checkpoint hinsetzen können? Bitte! Ach, Mann. Wäre doch nicht zu viel verlangt, hier noch irgendwo einen Checkpoint zu setzen. So. Mein Gut, kann ja auch keiner damit rechnen, dass ich so blöd bin und da runter segel. Aber trotzdem, hier irgendwo hier ein Checkpoint. Warum? Warum nicht? Warum nicht? Warum erst so weit dahin? Das ist schon echt ein langes Stück ohne Checkpoint. Kommt da überhaupt einer? Kommt da überhaupt einer? Da ist immer noch keiner. Wenn ich mich jetzt drehe, bin ich wieder am Arsch. Nicht drehen, Junge. Nicht drehen! Nein! Nein! Ja, nein! Och, leck mich doch! Oh, warum ist da kein Checkpoint? Mann! Oh, nee! Warum ist da kein Checkpoint? Das ist doch doof! Nein, 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 da war es wieder. Da war es wieder, dieses kurze Geradeausfahren, ohne dass man reagiert. Wenn man dann über irgendwelche anderen Scheiß nachdenkt und dann ist man ganz weg. Weil das ist jetzt gerade echt blöd, dass ich jetzt schon wieder hier entlang fahren muss. So, jetzt fahre ich hier fucking vorsichtig. Die Zeit ist mir sowieso am Ecke völlig egal. Ich will mich auf keinen Fall mehr drehen. Gib mir einen verdammten Checkpoint. Diese Lags hier auch gerade wieder. Danke. Das war aber jetzt echt... Das war jetzt viel zu lange für den Checkpoint. Aber viel zu lange. Ja, und... Und hier hast du direkt nach der Kurve wieder eingesetzt. Was war da los? Sind dir die Checkpoints ausgegangen? Musstest du das neu kaufen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Jetzt kommt nach jedem Hindernis ein Checkpoint, aber gerade eben... nö, keine Lust, setze ich jetzt nicht. Oh.
Oi, 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 oi. Ich hätte nicht hier nach hinten gesollt. War da ein Pfeil? Ich sehe keinen. War da ein Pfeil? Nee. In welche Richtung soll ich jetzt? Hä? Hä? Soll ich zurück? Soll ich jetzt echt wieder zurück? Shit. Hä, wo soll ich denn jetzt hin? Da, wo ich hergekommen bin, kann ich doch nicht. Hä? War da eine Abzweigung? Wahrscheinlich. Ich werde es gleich sehen. Hä? Ach, ich bin da von oben runtergefallen und jetzt geht's nach unten weiter. Ah, okay. Ich verstehe, Alter. Alter. Diese Speed-Dinger. Was zum? Nee, ich drehe mich nicht mehr. Wusch. Flomp. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Zusammengebaut ist die Welt schon extremst cool hier, aber es ist halt echt einfach zu lang. Da sind so viele langweilige Stellen drin. Für mich persönlich. Weiß nicht, die braucht es halt einfach nicht. Mach doch einfach nur sowas hier. Das ist halt wieder interessanter. Wozu dieser ganze Zwischengeplempel? Weil es sind halt vor allem auch überhaupt keine schwierigen Stellen. Es sind halt so Stellen, wo man einfach plötzlich abschaltet und deswegen dann Fehler macht. Ah. So, haben wir es jetzt bald mal. Wir sind ja auf jeden Fall auch schon über Bronze. So langsam könnte echt das Ziel... Danke. Ah, und Start war Ziel. Interessant. Das heißt, man hätte hier auch drei Runden ruhig machen können. Danke fürs Zugucken und tschüss.